Portal Münster, bitte bleiben Sie am Mikrofon. Grüß Gott, Dauerkarl, Bayerischer Rundfunk, Rottal Münster. Frage, Sie haben es ja sicher schon im Radio gelesen, mit dem allgemeinen Rauchverbot wird die Deutsche Bahn für Raucher spezielle Lungenzüge anbieten. Wäre das für Sie eine Option, würden Sie da mitfahren? Wenn ich Zug fahren würde, dann wäre es mit Sicherheit gut. Würden Sie mit so einem Lungenzug fahren? Würde ich gar nicht fahren. Warum? Ja, an der frischen Luft rauchen. Im Lungenzug ist die Luft nicht gut genug, oder? Nee, ich würde es machen. Wo kommen Sie her? Aus Wilhelmshaven. Sie würden im Lungenzug nach Wilhelmshaven fahren? Ja. Das Rauchverbot hat ja auch was Gutes. Die Leute werden jetzt ihre Laster los. Sicherlich, sicher. Ja, aber die lassen auch ihre Laster dann einfach an der Straße stehen und gehen zu Fuß weiter. Gibt es nicht kilometerlange Staus? Gibt Staus, ja. Und wer entsorgt die dann, gell? Wer entsorgt sie? Das ist das Problem. Bitte? Karl Auer, Rottal Münster. Was ist das? Kennen Sie nicht Karl Auer? Sie hören Ihren eigenen Sender nicht, oder wie? In Amerika ist man ja noch viel härter mit den Rauchern. Da werden die ohne Gerichtsurteil abgeschoben nach Marlboro Bay auf Kuba. Geschieht es den Kubanern nicht ganz recht mit ihren Zigarren? Ja, das ist das eine, das kubanische Ding da. Lassen so, wie es ist eigentlich im Endeffekt. Also sollten sie weiterhin in der Marlboro Bay einfach rumsitzen in ihre orangenen Anzüge? Nein. Der europäische Gesundheitsminister Puff Daddy fordert ein Rauchverbot auch in der Kirche, weil Rauch auch die Mitmenschen schädigt. Spinnt Brüssel jetzt komplett. Puff Daddy? Also wir sind kirchlich engagiert an und bei uns wird immer ein besonderer Weihrauch rausgesucht, extra für die Hochfeste. Also. Naja, man könnte ja in der Kirche spezielle Raucherecken einrichten, da würden die Gottesdienste vielleicht auch voller. Ich darf das nicht ganz so streng machen, wenn das abgetrennte Räume waren, das tat man lange. Also der Puff Daddy spinnt? Ja, schon. Gerade jetzt im Fasching bei den ganzen Schwarz-Weiß-Bällen ist ja auch verboten, da heißt es dann No Smoking. Wie kommt man da als Mann dann überhaupt rein? Ist das nicht dann peinlich in Unterwäsche? Ich bin kein Mann. Das sehe ich.